Hallo Leute, es geht weiter mit Rise of the Tomb Raider. Ja, 71% des Spiels haben wir schon erreicht. Und ich habe noch überlegt, wie man das mit dem Gewicht machen kann. Und natürlich habe ich da eine gewisse Denkweise nicht bedacht. Und zwar das Wasser. Kann das sein, dass das dann geht? Wenn man den Eimer jetzt mit Wasser voll kippt. Zieh mal noch ein Stück her. Na? Jetzt hat das Ding doch Wasser bekommen. Jetzt holen wir das wieder zurück. Dann kann es nochmal sich mit Wasser füllen. Aber irgendwie immer noch nicht genug, oder? Oder reicht es schon? Wir versuchen es mal. Wenn es nicht reicht, muss noch mehr Wasser rein, oder? Also es ist jetzt nur eine Idee von mir, aber ich glaube, das ist doch, weil da... Ja, gut, vielleicht könnte man es tatsächlich noch viel mehr mit Wasser füllen. Weil da ja das Band auch dran ist. Komm mal her. Nein, nein. Ja, dann zieht sie es zu sich. Das ist aber doof. Das ist aber doof. Ups, was war das denn jetzt? Das war ja schön. Oh Mann. Ein bisschen höher. Nein, es reicht also noch. Es muss was geben, womit ich den Kranarm ausbalancieren kann. Ja, pass auf. Das machen wir jetzt einfach nochmal. Es muss ja irgendwie gehen. Nee, du musst ihn mehr zu dir hinziehen. Mädel. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen besser noch halten. Ein bisschen mehr zu uns. Guck mal, jetzt ist er doch noch höher. Der hat doch jetzt schon ordentlich Wasser bekommen. Guck mal, wie hoch das Ding jetzt ist. Nun ist aber mal gut hier. Das muss doch reichen. Oh, guck mal. Das ging sogar. Zu hoch. Jetzt hängt meine Lara hier oben. Das ist ja doof. Ach, jetzt ist er zu hoch. Na toll. Ja, und jetzt? Mach ihn jetzt. Das Wasser ist ja jetzt drinne. Kann ich ja schlecht ändern. Ja, dann muss ich den jetzt irgendwie auch noch befestigen oder was? Moment. Das Gewicht geht in die richtige Position, wenn sich der Kübel leert. Wenn sich der Kübel leert. Moment. Ich habe da eine Idee. Der Kübel muss sich leeren. Na toll. Der Hebel an dem Kübel könnte den Abflussmechanismus schließen. Ach so. Das ist ein Hebel. Ist das so? Ist das so? Hebel? Ist was Hebel? So. War das der Hebel, ja? Komm, mach. Jawohl. Ein bisschen höher. Wieso? Ich hab's doch geschafft. Ja, geschafft. Geht doch. Wollte gerade sagen. Ziemlich veräppeln oder was? So, jetzt können wir auch wieder das Kapatult abfeuern. Genau. Die schon wieder. Und die auch noch. Und die auch noch. Scheiße. Ja, oh, toll. Ich muss sie ausschalten. Ich muss dieses Ding nur ausrichten.
Oh komm, mal so ein ordentlicher Granatfall. Das muss doch gehen. Oder Giftfall. Komm, wir machen mal einen Giftfall. Haha, ha, die sind voll ausgeschaltet schon. So. So. Ja, ich stehe hier schlecht, ich weiß. Aber es funktioniert. Einer nach dem anderen hier. So. Können wir das jetzt mal hier erledigen? Aber wir kriegen sie eh nicht alle klein. Aber man kann so schön Erfahrungspunkte sammeln, ne? Das war ein bisschen zu weit. Puh. Ich glaube, das funktioniert nicht, oder? Doch, das könnte noch. Nee, das... Nee. Schade. So. Na komm. Knall sie ab. Knall sie alle ab. Shit. Ein bisschen höher. So, jetzt aber. Tordurchbruch. Yeah. So. Wir gehen mal hier hin. Können wir von hier aus vielleicht ein bisschen besser die Leute kriegen? Das wäre total toll. Die Belagerung Kiteshs muss Monate gedauert haben. Ja, schön, Dara. Leider sind wir hier voll gerade dabei. Oh, ich kann keine herstellen. Oh, es tut mir aber leid, dass ich euch erledigt habe. Komme ich denn jetzt hier mal weg? Nein, da will ich nicht lang. Oder will ich da lang? Nein, da will ich nicht lang. Wie komme ich denn hier mal weg? Ich muss auf die andere Seite wieder, ne? Wie blöd. Ich dachte, ich bin schneller hier lang. Nein, war ich nicht. Und die nerven mich da hinten. Wer nervt mich denn da so? Wo sind die denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier komme ich, glaube ich, ganz gut zurück. Na, wo seid ihr alle? Da. Oh. Nie hab ich Muni, wenn ich sie brauche. Habe ich wieder keine? Doch, ein Schuss noch. Der muss jetzt aber sitzen. Jawohl. Das war auch gut. Aber hier sind noch mehr.
Eigentlich kriege ich sie sogar von hier. Aber ich kletter mal wieder weg. Vor allem, wenn ich krieg die... Ich kann die Sachen gar nicht von denen einsammeln. Das ist auch blöd. Will ich nach oben? Ich glaube, ich will nach oben. Nein, 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 nein. Nein, halt dich fest. Was für eine Aussicht. Oh. Hier werde ich aber schon getroffen. Das ist nicht gut. Aber hier liegen noch deren Sachen rum. Das ist immerhin was. Oh Mann, stirb doch mal. Mir gehen die Ressourcen langsam aus. Wo darf's rangeschossen werden, bitte? Och, Leute. Oh, jetzt ein Giftpfeil, ne? Oder irgendwas. Ah, ich habe ich sogar noch. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ach, da hätte ich auch gegen schießen können. Aber mit Giftpfeil finde ich sogar noch cooler. War hier noch was? Nein, dann geht's runter. War spannend. So, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt müsste ich aber langsam auch ausweichen auf andere Waffen. Und wo auch immer jetzt was liegt von den Leichen, ich würde es gerne einsammeln, weil mir jetzt echt die Ressourcen langsam ausgehen. Ich habe so viele Typen erlegt. Kann ich nirgendwo hin und mir was noch holen? Da so rechts rüber, wo die waren. Ja, ich mache den Auerweg. Unser Lager. Alles wieder so voll friedlich und ruhig. Schön. Ein Fähigkeitspunkt. Juhu. Ach ja, was können wir denn nochmal machen? Jäger. Jäger, wa? Jäger. Nerven aus Stahl. Blablabla. Naturforscher. Erhöhen Sie die Menge der natürlichen Herstellungsmittel, die Sie von jeder Quelle sammeln. Mama. Kann ja alles nicht schaden. Sag ich ja immer wieder. Was auch immer eigentlich das heißt, dass wir das erhöhen können. Ach so. Und da dachte ich mir, so das letzte Mal wegen Outfit wieder und so, dachte ich mir, aber das werde ich jetzt nicht machen können, weil wir dafür ja immer dieses ein bisschen mehr Ressourcen brauchen. Aber da war doch dieses byzantinische Outfit. Das hätte doch gut gepasst, dachte ich so. Aber ich glaube, das können wir gar nicht. Nachtschatten. Guck mal, wir haben gar nichts hier mehr. Antike Vorhut. Hier, das wäre nämlich gut gewesen. Das sind ja auch diese... Hier, oder unsterblicher Wächter. Das werde ich mal machen, wenn ich wieder kann. Wenn ich kann, dann mache ich das. Weil, erlauben wir es uns mal, für eine kurze Weile das Kommando-Outfit, weil wir es noch gar nicht hatten. Ne? Ist zwar immer noch eisig kalt hier, aber wir sind hier so in Action und Lara schwitzt ja auch so.
weil sie ja hier nur hin und her laufen muss, ne? Da ist die froh gerade, dass sie da, ne? So ungefähr. So stellen wir uns das jetzt mal vor. Deswegen macht ihr das gerade nichts aus. Wir wollen natürlich durch unser Tor, was wir freigeschossen haben. Aber eigentlich hatte ich gehofft, dass ich hier noch mehr finde von den ganzen Menschleins, die ich erlegt habe. Da könnte ich jetzt so viel einsammeln. Aber nein, nichts geht. Gibt es hier auch den geschickten Weg? Hätte es den gegeben, mit einem Seil runter? Weiß ich jetzt nicht. Ich will, Mann, ich will alles einsammeln von den Typen. Aber ich kann jetzt nicht sonst wo lang. Na toll. Das war's. Der letzte Sprung mal wieder. Und ich habe noch gerade gedacht, na, werde ich es schaffen? Ah, hopp. Okay, hopp. Hä? Hätte ich jetzt hängen... Hä? Aber sie ging nicht weiter nach oben. Ich... Ja, und jetzt hänge ich hier. Achso, das geht. Ja. Ist alles so, alles so geplant. Kein Durchlass. Oh oh. Aufstieg, erkennen Sie den Turm. Trinity hat den Durchbruch geschafft. Wir können nicht... Ja, ich hole mir noch mal schnell die Sachen hier, ne? Wenn schon, dann wenigstens von denen hier. Aber es ist anscheinend auch immer dasselbe hier. Oh mein Gott. Und die Animation war ja mal endgeil. Lager. Wahnsinn. Hier an der Stelle.
Oh, dafür kriege ich sogar Fähigkeitspunkte. Das ist ja toll. Zwei Stück. Ganze zwei Stück. Dann machen wir mal den Überlebenden nochmal. Was hatten wir hier? Leichtfuß. Landen Sie aus beträchtlicher Höhe sicher und ohne Schaden zu erleiden, rollen Sie sich bei der Landung mit. Das ist natürlich auch gut. Leichenfallen-Spezialist. Stellen Sie mit Leichen von Feinden Fallen her, die ein tödliches Giftgas freisetzen, wenn sie untersucht werden. Handwerksmeister. Stellen Sie in Baselang großvolumige Munitions- und Ressourcentaschen her und erhöhen Sie die Menge der unterwegs hergestellten Munition. Fallkletter. Drücken Sie im Sprung Y und im Sprung Breitblattkletterfallen. Das ist auch cool. Napalmpfeile. Streubombenpfeil. Verbessern Sie Granatenpfeil, um beim Einschlag zusätzlich die Sprengladung freizusetzen. Ja. Und... ja. Sind vielleicht jetzt nicht die spektakulären Dinge, aber hat ja auch irgendwie was. Und mit unserem Kommando-Outfit sind wir ja wohl mal noch cooler als vorher. Und cool geht's weiter im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Danke fürs Zuschauen und bis dann.